Hallo liebe Dampfergemeinde, wie schon angekündigt, geht es heute um das Liquid. Ich werde davon drei Teile machen, aufgrund, es sind 9 verschiedene Sorten. Ja, ihr seht hier nur 8, das ist richtig, das hier sind Aromen. Das eine ist ein fertiges Liquid, auch von Dampfdrache, das habe ich auch hier und das werde ich dann auch testen. Somit haben wir 9. Deswegen werde ich auch 3 Teile machen. Ich werde immer 3 vorstellen, dann zwischendurch werde ich einen Verdampfer irgendwas vorstellen. Und dann wieder 3 vorstellen. Aber ich denke mal, die nächsten 3 Tage habt ihr sie alle auf dem Schirm. Ich habe es dann auch weggearbeitet. Und was doch gut ist, mir ist noch nicht aufgefallen, ist, es gibt 10% Rabatt. Wer daran Interesse hat, an irgendeiner Sorte oder alle Sorten sind, glaube ich, schon runtergesetzt. Da gibt es keinen Rabatt drauf. Aber wer einzelne haben möchte oder von einzelnen halt mehrere haben möchte, der bekommt 10% Rabatt. So habe ich das irgendwie verstanden. Und es ist bei Dampfdrache EU bei denen direkt im Shop, also nirgendwo anders auf einer Homepage, sondern bei denen direkt im Shop ist es eben gültig mit dem Code AmbroseTV. Des Weiteren, den nächsten Verdampfer, den ich vorstelle, hat auch wieder so ein Glasdach da innen drin, so wie ich das gesehen habe, von Steamgrave. Das ist ein richtiger Eimer ist das. Ich glaube 31 mm hat der, also ein richtiger Potzeimer. Den müssen wir uns angucken, der kann bis 10 Milliliter Fassungsvermögen hat er, da kommt auch vielleicht der kleinste Flaumeier kommt mit klar und hat alles weggedampft an einem Tag, die 10 Milliliter, und von daher müssen wir uns den angucken auf dem Tisch. Aber jetzt geht es erstmal um den Aromen. Wie gesagt, dazu die ersten 3 werde ich erstmal antesten, werde ich euch gleich vorstellen, werde etwas dazu sagen. Das ist kein Aroma da, was Sweetener benutzt, das ist unnatürlich süß gemacht wurde. Somit sage ich mal, ist es auch wattefreundlich. In dem Sinne, wer Fertigkreuz benutzt, hier zwischen 2 bis 4 Euro liegen, hat mit diesen Aromen länger Spaß. Muss man mal so ausdrücken, hat länger Spaß daran, weil das andere, die Watte, die verklebt dann alles nach der Zeit bei diesen ganzen Sweetener und dann kann man das alles wegschmeißen. Und so, jetzt geht es erstmal los auf den Tisch. So, meine Lieben, ich versuche hier ein bisschen mit 2 Kameras zu arbeiten, ob das funktioniert. Weiß noch nicht, mal gucken, wie es nachher aussieht. Bei mir ist so, sag ich mal, es muss immer ein bisschen anders sein als andere. Einfach nur auf den Tröpfler drauf, dreimal in der Luft blasen, sag ich mal, und sagen, ja, ist lecker. Denke ich mal, es kann jeder. Es ist aber auch unwahrscheinlich schwer, ein realistisches Fazit zu ziehen oder es realistisch und ehrlich rüberzubringen, wie man es meint und wie man es kann, gerade weil jeder Geschmack anders ist. Was mir schmeckt, muss euch schon lange nicht schmecken. Das ist ein ganz klarer Fall. Dennoch sage ich mal, versuche ich es auch euch so zu vermitteln, dass ihr euch irgendwo da widerspiegelt. Das zweite ist, was für mich ganz wichtig ist, das fehlt mir eigentlich bei jedem YouTuber, bei mir wird es das auch geben, sage ich mal, ich werde MTL auch vorstellen. Ja, weil manche Liquids, zum Beispiel, ein Beispiel sage ich jetzt mal Heisenberger, kennt vielleicht jeder, entweder man mag es oder man hasst es, also darum geht es auch gar nicht. Was ich in Sub-Ohm noch recht angenehm finde, kriege ich in MTL nicht, ich kriege es nicht durch den Hals. Es tut mir leid und das ist das, was mir so bei jedem YouTuber gefehlt hat und das versuche ich jetzt zu vermitteln, sage ich mal, wir haben hier Sub-Ohm und ich habe hier ein MTL-Gerät, das ist einmal der Tauren Solo, den werde ich dieses Jahr werde ich den komplett benutzen dafür, für jedes Liquid, was ich vorstelle, und den Amet MTL ist auch ein Skonker oder eben Tröpfler. Damit werde ich mein Leben lang, wer weiß, wie lange ich lebe, dieses Jahr, solange ich irgendwo Liquids vorstelle, nur diese beiden benutzen. So, ich fange von der Liste an, von oben, damit man jetzt nicht irgendwie hier was mischen kann oder so. Das oberste ist, ich bekam hier so eine Karte mit bei. Also wenn man das komplette Paket bestellt, was ich gemacht habe, sag ich mal bei Amazon, aber bitte bestellt ihr beim Hersteller, da bekommt ihr nämlich 10% Rabatt. Kostet genauso viel wie bei Amazon, aber beim Hersteller bekommt ihr 10% Rabatt auf den Codewort AmbrosoTV. Das erste ist Purple Juice, Zitronenlimonade mit einer leichten Fruchtnote und zerkrümlichen Eisbonbon. Eins Bonbon? Nö. Ein kleiner Schuss Menthol rundet das Ganze zu allen Oldes. Ja, das ist schlecht. Entschuldigung, was ich jetzt gesagt habe. Wir vergessen das. Ich fange nicht mit diesen an. Nee, sobald ich hier Menthol drin habe. Nee, können wir trotzdem machen. Ich schmeiße ja immer die Watte raus. Also wie gesagt, wir ziehen das hier durch.
Danach kommt die ganze Watte raus aus dem Tröpfler. Ich mache neue Watte rein. Ich habe hier schon alles vorbereitet und so. Und dann können wir auch ganz normal das nächste nehmen. So, wir fangen mal an hier. Opa Conner hat gerade ein Video kommentiert. Dankeschön. Erstmal Sub-Ohm als Tröpfler hier. Schön lecker drauf. Watt. Here we go. Zurück. Ja. Wir sind eine Single Coil, deswegen bei 65 Watt. 66 habe ich jetzt, glaube ich, 66. Die Zitrone schmecke ich raus. Das Bonbon, Eisbonbon, ja, mit viel Fantasie. Menthol ist recht leicht. Da ist jetzt nicht so großartig, dass es jetzt so stark mentholig ist, wo man wirklich sagen kann, oh, Freunde. Ist angenehm. Er ist angenehm, leicht zu ziehen. Wie gesagt, Dampf ist auch in Ordnung. Angenehm, leicht zu ziehen. Von daher, sag ich mal, ist nicht schlecht. Die Noten gebe ich später. So, stellen wir eine Seite. Jetzt auf MTL. Oh, alles hier mal. Pitschipatsche nass. Also wie gesagt, die wechseln nachher die Watte aus. Blasen den einmal aus. Und dann nehmen wir den nächsten. Und wie weit habe ich hier überhaupt? 20. Okay, here we go. Genau das ist das, was ich meine. Auf diesem MTL schmeckt mir das Liquid schon besser. Auf dem MTL. Ich merke auch, ja, das Menthol merke ich jetzt nicht mehr, aber das ich sag mal Eisbonbon, ich denke mal, es wird Eisbonbon sein, Zitronen-Eisbonbon. Da merke ich schon wirklich, sage ich mal, ja, wie soll ich sagen, von Vic diese Dreiecke. Kennt ihr die? Jetzt zerbeiß ich's. Kennt ihr noch die Werbung? Er ist mein Alter, ist nicht euer Alter. Könnt ihr mal nachgoogeln, hatte ich mal gesagt in der Werbung. Jetzt zerbeiß ich's. Davon dieses Bonbon, dieses dreieckige Zitrone. Das kommt auf MTL recht nah dran. So, damit belassen wir es jetzt. So, meine Lieben, auf zum nächsten. Was steht hier? Eine leckere Erdbeer- und Schokomilch. Ja, habe ich beide hier. Erdbeer und Schokomilch. Erdbeer jetzt. Nicht zu süß. Man muss probiert haben. So, machen wir es doch. Machen wir es doch. Erdbeermilch. Gut, Erdbeermilch. Dann machen wir. Here we go.
Duften tut so gut. So, auf geht's. 66 Watt, immer noch, da oben ist die Kamera, 66 Watt. Ich sollte noch sagen, ich habe alles mit 99,5er angerührt. Bei 50-50 ist vielleicht auch der Geschmack wieder ein bisschen extremer noch. Kann sein. Aber da ich der 99,5er bin, also ich merke die Erdbeere sehr gut. Und ich merke auch einen guten cremigen Abgang. MTL, here we go. Ja, die Erdbeer bleibt. Und auch das Cremige ist hier beides gut rauszuschmecken. Muss ich wirklich sagen, man schmeckt die Erdbeer, wer Erdbeer mag. Man schmeckt das Sahnige. Ich will jetzt nicht sagen, sag ich mal, so wie hier. Ich glaube, Milch steht da hinten dran, ne? Ja, Milch. Dass es jetzt eine Erdbeermilch ist. Also auf jeden Fall merkt man, dass eben zwei Komponenten sind. Einmal die Erdbeer und einmal was Milchiges. Und das passt harmonisch zusammen. Ob es jetzt eine Milch ist oder Sahne ist, schlagt mich. Aber es passt harmonisch zusammen. Das kann ich soweit sagen. So, ich bereite den nächsten vor. So, mein Lieben, auf zum letzten. Aber ich mache danach noch einen, da ich mir überlege, wenn das Video nicht so lang wird, dann seht ihr das auch noch. Der nächste ist der Schlürfpudding. Wenn das Video jetzt aber zu lang wird, das sehe ich nachher beim Schneiden, dann breche ich mal nachher hier ab. Da müsst ihr mir so rum verzeihen. Also, dann machen wir entweder drei Teile oder wir machen vielleicht jetzt zwei Teile, sage ich mal. Aber wie gesagt, wir gucken uns das an, wie lang das Video wird. Weil irgendwann ist ja auch eure Aufnahmekapazität begrenzt. Laut YouTube irgendwo liegt die bei 8 Minuten und 20 oder irgend sowas. Aber so schnell kann man kein Video drehen. Wie gesagt, here we go. Jetzt haben wir die Schokolade. Und jetzt schon ein bisschen braunere Flüssigkeit. Schokolade, ne? Oder Kakao. Nein, Schokomilch. Ja. So. Duften tut sie sehr gut. Here we go.
Also die Schokolade, das ist wirklich Schokolade, ist das. Das ist jetzt nicht hier so eine Kakao oder irgend sowas, das ist wirklich Schokolade, ist das. Und der Abgang ist auch wieder milchig. Ja, also da muss man schon wirklich sagen, es ist wirklich Schokolade. Und der Abgang ist auch milchig. Ganz klar, man zieht dran. Das erstmal bombig, Schokolade im Mund, sag ich mal. Und im Prinzip, sag ich mal, während des Ausatmens, sag ich mal, merkt man, dass es richtig milchig im Abgang ist. MTL, here we go. Dem Hersteller werde ich auch diesen Videolink schicken. Ich habe da natürlich noch was dran zu bemängeln. Vielleicht gibt er da. Macht er sich da mal ein bisschen die Gedanken rum zu. Oder ich schreibe, das weiß ich noch nicht. So, es knistert. MTL. Ich merke auch die Schokolade, ich merke auch die Milch. Ganz klarer Fall. Schokolade, es kommt die Milch. Kommt beides gut durch, auch nicht zeitgleich, man wirklich erst die Schokolade und dann merke ich so den sanften Abgang in der Milch. Von daher, einen machen wir noch, mal gucken, wie wir mit der Zeit klarkommen, ob ihr es seht oder eben beim nächsten Mal müssen wir eben mal schauen. Bis gleich. So, meine Lieben, auf zum letzten Schlürfpudding. Ein leckerer Vanillepudding, wie von der Omi abgerundet mit einer leckeren fruchtigen Himbeersoße. Da meine Omi nie Pudding gemacht hat, weil sie auch zu weit weg wohnte, lasse ich mich mal überraschen, wie denen ihre Omi dazu zaubern kann. Gell? So. Here we go. Sub-Om. Immer noch bei 66, also. Also bei allen Liquids vorher war immer die Erdbeer zuerst geschmeckt und dann das. Aber hier fehlt das umgekehrt. Hier habe ich wirklich erstmal den Himbeere und dann eben jetzt abgerundet durch die Vanille. Aber die ist jetzt nicht so extrem stark, die Vanille. Kann man jetzt nicht so sagen. Ist eine Vanille da? Ja. Na gut.
Spreadsheet zu viel drauf gemacht. Aber die ist jetzt nicht so extrem, die Vanille. Die Himbeere, die kommt, ich sag mal, gemütlich raus. Die ist auch nicht so, so stark. Oder so. Man schmeckt sie selbstverständlich, aber jetzt nicht so, so buff, da ist Vanille, da ist Himbeere. Sondern das ist Himbeere, ja, man merkt sie, sag ich mal, und den Abgang, sag ich mal, kommt die Vanille. Ja. Wenn so die Omi den Vanillepudding gemacht hat mit Himbeersoße, dann hat die Oma gut gekocht. So, oben, wie gesagt, ich merke erst die Himbeersoße und habe dann den Abgang in der Vanille. Und jetzt machen wir MTL. Here we go. So. Vielleicht haben wir es jetzt ja auch andersrum. Ich werde erst die Vanille merken und jetzt auch mal gucken. Ich bin immer hier auch noch bei 20 Watt, also da bin ich rumgefutkert oder sonstiges. Kommt nicht so stark rüber. Merkst du auch, ja? Die Himbeer, also ich glaube für MTL ist ja nichts. Ich drehe mal hier die Airflow ein bisschen weiter zu. Mal sehen, wie sie dann ist. Ja, kommt schon stärker. Aber ich muss wirklich sagen, noch trotzdem so ein bisschen. Die sind schwach auf der Brust. Hätte ich mehr erwartet. Ich merke die Himbeere selbstverständlich. Ich merke auch die Vanille, die merke ich auch. Aber nicht so stark wie beim Sub-Um. Also. Nee, nicht so stark wie beim Suppum. Trotzdem angenehm. Ja. In diesem Sinne, sagen wir Freunde, wir machen da mal ein Fazit. Ich breche hier dann ab. So, meine Lieben, zum Endfazit vom Liquid. Es ist immer schwer, das so vernünftig rüberzubringen, wie man sich das so vorstellt. Gerade mit einem Geschmack. Jeder hat einen anderen Geschmack. Und ist nicht einfach. Ich habe da ein bisschen versucht, was zu zaubern. Ich hoffe, sage ich mal, das kann ich so ganz gut rüberbringen. Was mir aufgefallen ist, lieber Hersteller, wenn ihr diese braunen Flaschen macht, ich finde die toll. Ja, braune UV-Schutzflasche finde ich super. Wenn ihr hier, kann man das zwar sehen, wie viel man einschütten soll, aber wenn ihr hinten zumacht, auf der anderen Seite, dann kann man nicht durchgucken, dann weiß man trotzdem nicht, wie viel man aufgefüllt hat. Das solltet ihr ändern, sage ich mal. Hier hinten solltet ihr auch so eine weiße, durchsichtige machen zumindest. Dann kann man besser durchgucken. Und dann weiß man auch, wie weit man auffüllen kann. Weil sonst läuft ein, wenn man es nicht richtig sieht, sage ich mal, das ist aber über. Ist mir passiert. Fand ich nicht lustig. So, des Weiteren, als kleines Gimmick wäre es mal richtig schön, wenn bis hier, sage ich jetzt mal als Beispiel, der Aromastoff drin ist. Ein Stückchen höher, zum Beispiel ein kleiner Pfeil wäre. Und man würde sagen, wenn man eine 20 mg Shot Nikotin reinmachen würde, hätte man jetzt 3 mg. Hier hätte man vielleicht 6 mg und da hätte man vielleicht 9. Ich denke mal, das ist so ein bisschen gängig. 3, 6, 9. Ich denke mal, dann würde ihr ganz weit vorne liegen, weil das hat noch keiner. Und das finde ich richtig geil, wenn man einfach nicht sagen muss, oh, ich muss jetzt mal einen Taschenrechner einmal rechnen. Oder eben so eine App runterladen und da zu sehen, wie viel Nikotin packe ich dafür rein. Sondern hier wäre schon gleich, sag ich mal, so ein kleiner Strich dran. Ab hier 3 mg, ab da 6 mg. Und
eben 9 mg, ich denke mal so, diese drei Dinger sind so das Gängigste. Und dann wüsste jeder, sag ich mal, mit seinem Nikotinshot, wie viel er gleich auffüllen kann. Nur so am Rande ein kleiner Tipp von mir. So, zum Endfazit: Hersteller Dampfdrache. Wie gesagt, da bekommt ihr zurzeit 10% Rabatt, wenn ihr da bei denen auf der Homepage, wohlgemerkt bei denen auf der Homepage im Shop bestellt. Das Komplettpaket ist sowieso reduziert zurzeit. Darauf gibt es keinen Rabatt, aber wer vielleicht nur ein oder zwei Sorten haben möchte oder vielleicht von den zwei Sorten, sag ich mal, gleich 4 Pullen haben möchte, weil das vielleicht auch sowieso schon kennt, mit 10% Rabatt seid ihr gleich oben drauf. So, mit den Liquids, mit den Purple, das war dieses Zitrone, diese Zitronenbonbon vom Vic, habe ich da so gesagt. MTL kam sehr gut rüber. Also das war wirklich schon 70 Punkte. Suborm war nicht so stark. Da war ich erst so ein bisschen, aber nun gut. Die Erdbeermilch in MTL war total lecker. Und Suborm war sie auch total lecker. Also im Prinzip sind sie beide, ach, das ist ganz schwer. Ist das. Wobei ich denke, MTL war noch ein bisschen saftiger, weiß ich nicht so, ein bisschen intensiver. Bei Schokomilch war es leider umgekehrt. Also Suborm hat mir da schon besser gefallen und MTL war eben ein bisschen fad. Weiß nicht, woran es liegt, ist halt so. Und bei dem Schlürfpudding war es genau dasselbe. Man hat mir MTL auch nicht so gut zugesagt, aber Suborm war ganz klar vorne. Wobei, wie gesagt, die Himbeersoße habe ich zuerst gemerkt selber, und dann kam die Vanille, aber damit war ich auch zufrieden. Ne? Und in diesem Sinne, Freunde, ich will es so dabei lassen. Ich hoffe, dass euch sowas gefallen hat. Wenn ich irgendwas zu verbessern habe, ist jetzt mein erstes Liquid, was ich hier vorgestellt habe. Gibt es da was zu verbessern oder so? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch irgendwas gefehlt hat, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch irgendwas nicht gepasst hat, schreibt es unten in die Kommentare rein. Wie gesagt, verbessern wollen wir uns alle. Und sonst Daumen hoch wäre auch schön. Gut wäre, sag ich mal, oder richtig geil wäre, wenn ihr vielleicht sogar das Video teilen würdet, damit andere Leute vielleicht auch an diesen 10% Genuss kommen würden. Anführungsstriche, sag ich mal. Hätte schon was.